Als die sogenannte Corona-Krise im Jahr 2020 begann, wurde ich und wurden auch andere oft gefragt, was denn das mögliche politische Ziel hinter dieser Inszenierung sein könnte. Ja, und ich und andere haben damals wie heute auf dieses Gespräch zwischen Precht und Habeck im ZDF verwiesen. In diesem Interview fantasiert Habeck über ein seiner Meinung nach ideales Deutschland, ein ideales politisches System für Deutschland. Und dabei orientiert er sich nach seinem Vorbild, nämlich einer moderaten Diktatur nach dem Vorbild Chinas. Und er fantasiert auch über ein Punktebonussystem, ein soziales Punktebonussystem, welches das Verhalten der Menschen kontrolliert und bestimmt. Und was damals noch wie die Ausgüsse eines Verstörten geklingt haben mag, ist heute mittlerweile Realität geworden. Ich möchte euch auf die Startseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung verweisen. So sieht sie aus. Und wenn ihr hier ein wenig nach unten scrollt, dann kommt ihr auf den Punkt Corona. Corona und dann. Und was hier zu lesen steht, klingt wie eine Drohung. Die Corona-Pandemie erweist sich als echtes Zukunftsbeben. Ein Zukunftsbeben ist also Corona. Was noch vor einem Jahr ganz alltäglich war, stellt uns heute im Alltag vor völlig neue Herausforderungen. Uns allen wird klar, in Phasen hoher Unsicherheit erscheint die ohnehin offene Zukunft offener denn je. Ja, und was damit gemeint ist, das sehen wir hier. Das sind nämlich die Ergebnisse einer Studie. Und diese Studie wurde bereits in der Zeit zwischen Juli 2019 und Dezember 2019, also noch vor dem sogenannten Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, durchgeführt. Und diese Studie, ich zeige sie euch mal hier, sie trägt den wunderschönen Titel Zukunft von Wertevorstellungen der Menschen in unserem Land. Es geht also um die Wertevorstellungen von Menschen in unserem Land. Ja, und da gibt es einen Abschnitt und das ist das sogenannte Szenario 5. Und siehe da, hier geht es doch tatsächlich um ein Bonussystem. Hier kommt man also dann auf dieses Szenario Bonussystem. Und jetzt haltet euch fest, was wir hier lesen. Ein Punktesystem als zentrales politisches Steuerungsinstrument bestimmt das Deutschland der 2030er Jahre. In 8 Jahren also soll dieses soziale Bepunktungssystem als zentrales politisches Steuerungsinstrument das Deutschland der 2030er Jahre bestimmen. Überlegt euch ganz genau, was hier steht. Es ist unfassbar. Trotz freiwilliger Basis und demokratischer Spielregeln erzeugt es sozialen Druck zur Teilnahme. Ihr könnt euch also nicht entziehen. Der soziale Druck ist so hoch, dass ihr daran teilnehmen müsst. Und was hier weiter steht: Zu Beginn noch hoch umstritten, stößt das Bonuspunktesystem in den 2030er Jahren größtenteils auf Zustimmung. Es verankert neue Normen im Alltag, die vorher so nicht möglich waren. Ja, warum? Warum waren die vorher so nicht möglich, diese neuen Normen, die da im Alltag verankert werden? Warum wollen wir das jetzt nicht, akzeptieren es aber dann, wenn dieses Punktesystem da ist? Unglaublich, was man hier zu lesen bekommt. Es verankert neue Normen im Alltag, die vorher so nicht möglich waren. Wir lesen weiter. Auch die partizipative Erarbeitung der Spielregeln sorgt für eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Zustimmung zum Bonussystem wächst besonders im Hinblick auf die steigende Dynamik des Klimawandels. Eine Punktebewertung, zum Beispiel des ökologischen Fußabdrucks, hilft dabei, das Verursacherprinzip transparent zu machen. Also, hier lassen Sie die Hosen runter. Unser ökologischer Fußabdruck. Was wir also so machen, welche Produkte wir kaufen, was wir essen, wie viel Fleisch dabei ist, wohin wir fahren, welches Auto wir benutzen, etc. etc. All das wird bemessen und wird bepunktet. Und dann werden Punkte abgezogen oder man bekommt Punkte dazu. Aber eher wird es wahrscheinlich dazu führen, dass man Punkte abgezogen bekommt, wenn man sich nicht
nach den Spielregeln dieser Ökofaschisten verhält. Wir lesen weiter. Auch für den Arbeitsmarkt, der anhaltend unter dem Fachkräftemangel leidet, ist das Bonussystem hilfreich. So werden Qualifizierungspotenziale erfasst und die räumliche Mobilität der Arbeitskräfte effizient organisiert. Bitte was? Die räumliche Mobilität der Arbeitskräfte? Aha. Ja klar, wenn ich also weit fahren muss, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, wirkt sich das natürlich auf meinen ökologischen Fußabdruck aus. Ich darf aber keine Punkte verlieren, weil ansonsten rutsche ich unter einen bestimmten Wert und wenn ich darunter bin, bin ich sozial geächtet. Dann gibt es kein Geld mehr, dann gibt es keine Miete mehr, kein gar nichts. Ich bin, das sehen wir ja am Beispiel China, wie es dort umgesetzt wird, ich bin sozial, stehe ich außerhalb der Gesellschaft. Ich bin ein gesellschaftlicher Zombie, ich bin tot. Das heißt das hier. Die Schattenseiten. Niedrige Punktestände aufzuholen ist schwierig. Seht ihr, da steht es schon. Ja? Wenn ein Punkt weg ist, da kommt ihr nicht mehr raus. Ja? Das ist schwierig. Das Punktesystem wird dennoch nur von wenigen in Frage gestellt, die sich in ihrer Position nicht repräsentiert sehen. Aus diesem Grund entbrennen immer wieder hitzige Debatten über die konkrete Ausgestaltung und Anpassung des Systems, über die direkt abgestimmt werden kann und die zugleich auch vor den Gerichten ausgefochten werden. Aha, also es wird so weit kommen, dass wir das irgendwie einklagen müssen und so weiter. Das wissen die also jetzt schon. Und dass wir da kein Recht bekommen werden, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Obwohl das Prinzip der Freiwilligkeit vor der Einführung des Punktesystems zentrales Diskussionsthema war, betonen Kritikerinnen und Kritiker auch nach dessen Einführung immer wieder, eine freiwillige Teilnahme sei nur Augenwischerei. Ja, ihr schreibt es ja selbst hier oben. Ja, trotz freiwilliger Basis und demokratischer Spielregeln erzeugt es sozialen Druck zur Teilnahme. Dort steht es doch selbst. Ja, ihr schreibt es ja selbst. Und hier sagt ihr also, die Kritiker werden das nur als Augenwischerei, die freiwillige Teilnahme, darstellen. Ja, natürlich. Denn jene Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig auf ihr Wahlrecht verzichten, müssen trotzdem mit den Mehrheitsentscheidungen leben. Ja, ihr könnt euch also nicht entziehen. Wenn ihr nicht an diesem Punktesystem teilnehmt, trotzdem werdet ihr eben mit dem, was die Mehrheit dort entschieden hat, leben müssen. Punkt. Die Kluft zwischen Befürwortern des Punktesystems auf der einen sowie dessen Gegnerinnen und Gegnern auf der anderen Seite wird größer. Die soziale Spaltung, die gesellschaftliche Spaltung wird also größer. Das wissen die jetzt hier und sagen es auch und werden es trotzdem einsetzen. Gleichzeitig gleichen sich die Wertesets der aktiv am System Teilnehmenden immer mehr an. Aha, also die, die an dem Punktesystem teilnehmen, die haben immer mehr die gleichen Werte. Sie werden immer mehr zu gleichgeschalteten Robotern. Ja, das ist Faschismus, die Gleichschaltung der Menschen in den Köpfen. Das ist Faschismus. Dadurch findet das Punktesystem in den 2030er Jahren bei der großen Mehrheit Zustimmung. Alle werden gleichgeschaltet sein. Nach dem Empfinden vieler nimmt es in einer komplexeren und ausdifferenzierteren Gesellschaft eine verbindende Orientierungsfunktion für verschiedene gesellschaftliche Gruppen ein. Ja, man entzieht den Menschen ihre Identität, man nimmt ihnen das selbstständige Denken und deswegen wird es für viele dieser Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten, wird es also eine Orientierungsfunktion geben. Ja, die werden das mögen. Durch die Anreize gewinnen leistungsbezogene Werte an Relevanz und auch soziale Tätigkeiten werden aufgewertet. Ja? Also viel leisten, viel sozial sich ehrenamtlich einbringen, dann bekommst du eben Punkte, indem sie langfristig zu Boni führen. Der eigene Punktestand wird damit zum Ausdruck der eigenen Leistung, des Erfolgs und des Lebensstandards. Ja? Wir werden also dann in Zukunft uns unsere Punktestände zeigen. Wie viele Punkte hast denn du im System? Boah, der hat 150 Punkte. Wahnsinn, was ist? Der ist erfolgreich, der leistet viel. Das ist ein toller Mensch. Und alle anderen sind sozial geächtet und sozial tot. Für viele wird er auch Ausdruck persönlicher Sicherheit und steht damit im Kontrast zur Ansicht der Individuen, die nicht am Punktesystem teilnehmen. Seht ihr?
Sie betonen als Gegenposition die Selbstbestimmung jenseits der Abhängigkeit eines Bonussystems. Das also ist die Zukunft, die sich diese Leute für uns erdacht haben. In 8 Jahren soll es bereits soweit sein mit diesem Bonussystem. Ich will das definitiv nicht. Weder für mich, noch für meine Kinder oder meine Kindeskinder. Darum ist es allerhöchste Zeit, dass wir jetzt dringend etwas dagegen unternehmen. Denn diese Faschisten, die dieses System installieren, wenn sie damit durchkommen, haben wir für alle Zeit verloren. Wir müssen uns gegen diese Form des digitalen Faschismus zur Wehr setzen. Jetzt!